Hallo Zuschauer. Es ist an der Zeit, diesen Mittwoch mit mir, Rapunzel Tanja Rizianzavit, den TTN-Nachrichten zu folgen und sie anzuschauen. Bericht vom Vorgarten vor dem Rathaus von Sisaket. Jense Event. Pemaisefaftei, und interessante internationale Neuigkeiten möchten wir heute wie folgt präsentieren. China lässt 71 Militärflugzeuge nahe Taiwans operieren. Netanyahu distanziert sich von Äußerungen seines Sohnes. China lässt 71 Militärflugzeuge nahe Taiwans operieren. China hat mit Kriegsschiffen und Militärjets die Inselrepublik Taiwan provoziert. Wie das taiwanische Verteidigungsministerium mitteilte, wurden bis Montagmorgen 6 Uhr innerhalb von 24 Stunden 71 chinesische Flugzeuge und 7 Schiffe in der Nähe Taiwans geortet. 47 Flugzeuge überquerten demnach auch die Mittellinie der Taiwanstraße. Die Meerenge trennt Taiwan vom chinesischen Festland. China hatte gestern mitgeteilt, ein Militärmanöver in der Region abgehalten zu haben. Es seien Übungen im Meer- und Luftraum in der Nähe von Taiwan durchgeführt worden, teilte das östliche Kommando der Volksbefreiungsarmee mit. Es handle sich um eine entschlossene Antwort auf die aktuelle Eskalation und Provokation der Vereinigten Staaten und Taiwans. Der US-Kongress hatte am Freitag den neuen Haushalt der Regierung verabschiedet, der auch neue Kredite für Taiwan zum Kauf von Waffen vorsieht. Die chinesische Führung betrachtet Taiwan als Teil der Volksrepublik und droht mit einer Eroberung. Die Spannungen hatten sich in den vergangenen Monaten verschärft. Nach dem Besuch der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, im August hatte Peking groß angelegte Militärmanöver gestartet und hält den militärischen Druck mit verstärkten Einsätzen von Kriegsschiffen und Flugzeugen in der Meerenge der Taiwanstraße aufrecht. Trumps Steuerunterlagen sollen veröffentlicht werden. Die Steuerunterlagen des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump sollen zumindest in Teilen veröffentlicht werden. Für die Weitergabe eines Berichts mit den Dokumenten an das US-Repräsentantenhaus stimmte ein von Demokraten kontrollierter Kongressausschuss gestern Abend, Ortszeit. Es wird erwartet, dass dies in den kommenden Tagen passiert. Die Republikaner im Finanzausschuss stimmten gegen das Vorhaben. Trump hatte sich jahrelang mit rechtlichen Mitteln geweigert, die Unterlagen an den Finanzausschuss herauszugeben, und war schließlich vor dem obersten Gericht gescheitert. Fragwürdige Steuersparmethoden. Entgegen der üblichen Gepflogenheiten in den USA hatte der Immobilienunternehmer seine Steuererklärungen weder als Präsidentschaftskandidat noch nach seinem Einzug ins Weiße Haus öffentlich gemacht. Kritiker mutmaßen daher, er habe etwas zu verbergen. Die Demokraten wollten unter anderem prüfen, ob sich aus den Unterlagen Interessenskonflikte des Immobilienunternehmers ergeben und ob er sich fragwürdiger Methoden bedient hat, um Steuern zu sparen. Berichten zufolge waren Trumps Steuerunterlagen Anfang Dezember an das Gremium übergeben worden. Trump hatte im November verkündet, dass er bei der Wahl 2024 erneut als Präsidentschaftsbewerber für die Republikaner antreten will. Der 76-Jährige hatte bereits am Wochenende auf dem von ihm mitgegründeten Netzwerk Truth Social gegen eine mögliche Veröffentlichung gewettert. Die Steuerunterlagen würden nichts über sein großartiges Unternehmen mit einigen der größten Vermögenswerte der Welt und sehr wenig Schulden aussagen. Aus Steuererklärungen kann man nicht viel lernen, aber es ist illegal, sie zu veröffentlichen, wenn sie nicht deine sind. Trump scheiterte vor dem Supreme Court. Der Finanzausschuss im Repräsentantenhaus hatte sich jahrelang bemüht, an die Steuerunterlagen heranzukommen. Während Trumps Regierungszeit stand dem zunächst das Finanzministerium im Weg. Erst in der Regierung von Amtsnachfolger Joe Biden wies das Finanzministerium im vergangenen Jahr schließlich die Steuerbehörde IRS an, die Dokumente an den Ausschuss zu übergeben. Trump wehrte sich vor Gericht und bemühte verschiedene Instanzen, bis ihm nur noch der Gang vor das oberste US-Gericht blieb, wo er letztlich im November scheiterte. Für den Ausschuss war das ein Erfolg in letzter Minute, da die Republikaner bei den US-Zwischenwahlen die Mehrheit im Repräsentantenhaus erobert haben und dort ab Anfang Januar das Sagen haben werden, blieb dem demokratisch geführten Gremium nur noch wenig Zeit, etwas in der Sache auszurichten. Das republikanische Ausschussmitglied Kevin Brady kritisierte die Demokraten vor der Sitzung gestern scharf. Sie würden eine
gefährliche neue politische Waffe entfesseln, was schwerwiegende Folgen haben könne, sagte er. Strafrechtliche Konsequenzen drohen für 6. Januar. Für Trump ist dies schon der zweite Schlag in dieser Woche. Der Untersuchungsausschuss zur Kapitolattacke empfahl dem Justizministerium bei seiner letzten öffentlichen Anhörung am Montag, strafrechtliche Schritte gegen Trump und andere Beteiligte einzuleiten. Damit drohen Trump wegen seiner Rolle beim Sturm auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 strafrechtliche Konsequenzen. Trump hat außerdem noch weitere juristische Baustellungen, unter anderem der Streit um Geheimunterlagen, die in seinem Anwesen Mar-a-Lago im US-Bundesstaat Florida gefunden. Netanyahu distanziert sich von Äußerungen seines Sohnes. Israels designierter Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat sich von verbalen Angriffen seines Sohns auf Beamte distanziert, die für seinen Korruptionsprozess verantwortlich sind. Yair Netanyahu hatte während eines Rundfunkgesprächs gefordert, die Beamten in Staatsanwaltschaft und Polizei wegen Hochverrats vor Gericht zu stellen. Ich liebe meinen Sohn Yair, der ein unabhängiger Mensch mit eigenen Ansichten ist, schrieb Netanyahu bei Twitter. Jeder Mensch hat das Recht, Kritik auszudrücken, aber ich stimme seinen gestern veröffentlichten Äußerungen nicht zu. Yair Netanyahu hatte während des Rundfunkgesprächs behauptet, es gab hier einen politischen Umsturz, mit böser Absicht, Staatsanwaltschaft und Polizei hätten gewusst, dass sie einem unschuldigen Menschen, der zufällig auch der vom israelischen Volk gewählte Regierungschef ist, etwas anhängen. Damit hätten sie eine demokratische Wahl aufgehoben. Strafe für Hochverrat ist keine Gefängnisstrafe. Das nennt man Umsturz, das nennt man Hochverrat, sagte Yair Netanyahu weiter. Jeder kann im Gesetzbuch nachlesen, was die Strafe für Hochverrat ist, und es ist keine Gefängnisstrafe. Israelische Medien werteten dies als Anspielung auf die Todesstrafe für Hochverrat. Yair Netanyahu hat zwar kein offizielles Amt, gilt aber als einflussreicher Vertrauter seines Vaters. Der Korruptionsprozess gegen Benjamin Netanyahu läuft seit 2020. Er ist wegen Betrug, Untreue und Bestechlichkeit angeklagt. Netanyahu hat die Vorwürfe stets zurückgewiesen und von einer Hexenjagd gegen ihn gesprochen. Nach seinem Wahlsieg am 1. November ist es dem 73 Jahre alten Netanyahu gelungen, eine rechtsreligiöse Koalition zu bilden. Seine Regierung plant weitreichende Gesetzesänderungen und eine gezielte Schwächung des Justizsystems. Die Änderungen könnten nach Ansicht von Experten auch eine Aufhebung des Verfahrens gegen Netanyahu bewirken. Vereidigung von Netanyahus Regierung am Donnerstag. Netanyahus rechtsreligiöse Regierung soll am Donnerstag vereidigt werden. Parlamentspräsident Yariv Levin kündigte am Montag an, die Knesset in Jerusalem werde sich dafür zu einer Sondersitzung versammeln. Vor der Vereidigung will das rechtsreligiöse Lager noch eine Reihe umstrittener Gesetzesänderungen durchsetzen. Eine soll es dem Vorsitzenden der streng religiösen Schas-Partei, Aryeh Deri, ermöglichen, trotz einer Verurteilung wegen Steuervergehen Innenminister zu werden. Bezalel Smotrich von der religiös-zionistischen Partei soll mithilfe einer Gesetzesänderung neben dem Amt des Finanzministers auch einen Ministerposten im Verteidigungsministerium erhalten. Smotrich gilt als glühender Verfechter des Siedlungsausbaus im besetzten Westjordanland. Künftig soll er auch Einfluss auf die Verwaltung des Westjordanlandes und das Leben der Palästinenser erhalten. Smotrich strebt die Legalisierung weiterer israelischer Siedlungen an. Zudem werden die Befugnisse des Ministers für nationale Sicherheit ausgeweitet. Das Amt soll der rechtsextreme Politiker Itamar Ben-Gvir erhalten. Neben der Polizei soll er nach der Gesetzesänderung auch für die Grenzpolizei im Westjordanland zuständig sein. Ex-Rebellenführer als Premierminister vereidigt. In Nepal ist der frühere kommunistische Rebellenführer Puspa Kamal Dahal als neuer Premierminister vereidigt worden. Die Vereidigung fand im Büro von Präsidentin Bidya Devi Bhandari in der Hauptstadt Kathmandu statt, berichtete die staatliche Zeitung Rising Nepal. Damit ist der 68-Jährige, der auch unter dem Namen Prachanda, ungestüm, bekannt ist, zum dritten Mal Premierminister des Landes. Dahal habe die Unterstützung von 169 der insgesamt 275 Abgeordneten im Parlament, berichtete die Kathmandu Post. Formell muss er noch ein Vertrauensvotum im Parlament überstehen.
Dahl stammt aus einer armen Bauernfamilie. Die Ernennung Dahls kam für viele überraschend, da seine maoistische CPN-Partei bei den Parlamentswahlen im November nur den dritten Platz erreicht hatte, mit 32 von den 275 Sitzen. Er wird nun von mehreren Parteien und unabhängigen Kandidaten unterstützt. Dies dürfte die politische Instabilität in dem armen Himalaya-Land mit knapp 30 Millionen Einwohnern und häufigen Regierungswechseln verstärken. Dahal stammt aus einer armen Bauernfamilie und arbeitete als Lehrer, bevor er in die Politik ging. Er war ein Anführer im nepalesischen Bürgerkrieg, 1996 bis 2006, bei dem die Kommunisten die Monarchie beenden wollten. In dem Krieg starben rund 17.000 Menschen. 2008, zwei Jahre nach Kriegsende, wurde die hinduistische Monarchie abgeschafft. Nepal gehört laut Vereinten Nationen zu den am wenigsten entwickelten Ländern der Welt. Die Wirtschaftsleistung pro Kopf etwa lag Daten der Weltbank zufolge im vergangenen Jahr nur bei gut 1.200 US-Dollar. Paris-Verdächtiger, pathologischen Hass auf Ausländer. Der mutmaßliche Täter bei dem tödlichen Angriff nahe einem kurdischen Kulturzentrum in Paris mit 3 Toten soll heute einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Das teilte die Pariser Staatsanwaltschaft mit. Der Ermittlungsrichter könnte die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens entscheiden, das weiter zu einem Strafprozess führen könnte. Der Verdächtige hatte sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft zu einem pathologisch gewordenen Hass auf Ausländer bekannt. Am Freitag hatte ein Mann vor einem kurdischen Gemeindezentrum und in einem nahegelegenen Friseursalon mehrere Schüsse abgefeuert und 3 Menschen getötet. 3 weitere Menschen wurden bei dem Angriff im 10. Pariser Arrondissement verletzt. 5 der Opfer haben die türkische Staatsbürgerschaft, ein Opfer ist Franzose. Nach Angaben des kurdischen Dachverbands Demokratischer Kurdischer Rat in Frankreich, CDKF, sind alle Opfer kurdische Aktivisten. Der mutmaßliche Täter, ein 69 Jahre alter Franzose, wurde festgenommen. Schwere Gewalt mit rassistischem Motiv. Derzeit laufen gegen den Mann Ermittlungen wegen vorsätzlicher Tötung und schwerer Gewalt. Mit rassistischem Motiv. Der Mann, hieß es von der Staatsanwaltschaft, habe seit einem Einbruch vor 6 Jahren immer Lust gehabt, Migranten bzw. Ausländer zu töten. Am Tatmorgen war der Mann in einen stark migrantisch geprägten Pariser Vorort gefahren, um Morde an ausländischen Personen zu begehen. Dann habe er von seinem Plan abgelassen, weil nur wenige Menschen vor Ort waren und er wegen seiner Kleidung seine Waffe nicht leicht nachladen konnte. Der Mann schoss dann vor dem kurdischen Kulturzentrum nahe seines Elternhauses in der Pariser Innenstadt auf eine Frau und 2 Männer. 2 Opfer starben sofort. Die 3. Person rettete sich in ein nahes kurdisches Restaurant, aber starb dort. Der Angreifer verletzte 3 Menschen in einem Friseursalon. Einer der Angegriffenen überwältigte und entwaffnete den Mann. Verdächtiger wollte sich offenbar selbst töten. Der Verdächtige hatte es auf alle Migranten abgesehen und beim kurdischen Gemeindezentrum ihm unbekannte Menschen angegriffen, wie er laut Staatsanwaltschaft sagte. Gegen Kurden habe er seiner Aussage zufolge etwas gehabt, weil sie bei ihrem Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Stadt Gefangene nahmen, statt sie zu töten. Der Mann wurde mit seiner Waffe und knapp 40 Schuss Munition festgenommen. Den Informationen zufolge wollte er die gesamte Munition verwenden und sich mit dem letzten Schuss selbst töten. Erst vor wenigen Tagen war der Verdächtige aus der Haft gekommen. Im vergangenen Jahr hatte er ein Zeltlager von Migranten angegriffen und mehrere Menschen verletzt. Auch 2016 soll er Medienberichten zufolge einen Mann mit einem Messer angegriffen haben. Torhüterin Merle Froms und ihr prägendstes Jahr. Wechsel nach Wolfsburg, EM-Vize. Für Torhüterin Merle Froms ist 2022 mit vielen Höhepunkten verknüpft. Diesen Appell hat die gebürtige Zellerin. Für Nationaltorhüterin Merle Froms war 2022 ein aufregendes Jahr. Der Wechsel von Eintracht Frankfurt zum VfL Wolfsburg und die Vize-Europameisterschaft dominierten diese Zeit. Für meine Karriere war es das prägendste und ereignisreichste Jahr, sagte die 27 Jahre alte Torfrau vom deutschen Meister VfL Wolfsburg der deutschen Presseagentur. Ich werde die Weihnachtstage und den Urlaub bei meiner Familie in Celle nutzen, um das Jahr Revue passieren zu lassen.
Es war voll mit Höhepunkten und Momenten, die möglicherweise once in a lifetime sein könnten, fügte sie hinzu. Nicht nur sie erlebte eine Zeit mit vielen Höhen. Auch der Frauenfußball erlebte ein erfolgreiches und voraussichtlich richtungsweisendes Jahr. Auch dank der EM-Euphorie schnellten die Zuschauerzahlen in der Bundesliga in die Höhe. Eintracht Frankfurt sorgte zum Auftakt der Saison mit 23.200 Zuschauern für den bisherigen Liga-Bestwert. Vor 21.287 Zuschauern empfingen die Niedersächsinnen um Frohms im Oktober anlässlich des Top-Duells den FC Bayern München, 2:1. Schon nach dem 9. Spieltag lockten die Frauen Erstligaklubs 173.438 Fans an und damit mehr als in der gesamten bisherigen Rekordsaison 2013-2014. Wolfsburgs Torhüterin Merle Frohms wird nun auf der Straße erkannt. Für Frohms brachte vor allem die EM einige Änderungen mit sich, darunter auch ganz praktische, dass das Team einen solchen Hype ausgelöst habe, war für Frohms ungewohnt. Sie wird jetzt auch außerhalb der Heimatstadtzelle erkannt. Wenn ich bei der Sparkasse anrufe, werde ich beglückwünscht. Ich musste tatsächlich lernen, in Jogginghose und ungeschminkt auf die Straße gehen, ist nicht mehr so angebracht, sagt sie lachend. Aus der Sicht von Frohms ist der Frauenfußball in der Gesellschaft jetzt anerkannt. Wir wurden als Spielerinnen gesehen, die Werte vermitteln und Freude verbreiten können. Es war die größte Errungenschaft, dass wir anders in der Gesellschaft wahrgenommen werden, sagte Frohms. Team- und Nationalmannschaftskollegin Alexandra Popp, die zur EM-Heldin aufstieg, fand zuletzt ähnliche Worte. Man hat das Gefühl, dass wir mit unserer Art, mit unserer Authentizität, die Menschen irgendwie für uns gewinnen konnten, und das ist natürlich mega schön gewesen. Niemand hat 2022 so viele Menschen vor den Fernseher gelockt wie die deutschen Fußballfrauen. Auf Platz 1 der Fernsehübertragungen liegen sie in diesem Jahr. 17,952 Millionen Menschen sahen am 31. Juli das Finale der Europameisterschaft, das Deutschland gegen England verlor. Kein Spiel der Männer bei der WM in Katar konnte die Quote übertreffen. Ungefähr jeder Fünfte saß vor dem Fernseher und hat unser Finale im Fernsehen verfolgt, das ist beeindruckend, schwärmte Frohms im dpa-Gespräch. Frohms kritisiert Ungleichheit in Ausbildung bei Trainerinnen und Trainern. Die Frauen bestachen auch durch einen Fußball, der im Gegensatz zu dem oft als überdimensioniert wahrgenommenen Männerbereich mit Millionengehältern und Goldsteaks als deutlich nahbarer empfunden wurde. Bei Frohms besteht nicht die Gefahr, dass sie im Stil von Ex-Fußballprofi Frank Ribéry ein vergoldetes Stück Fleisch in Dubai verspeist. Nein, ich bin Vegetarierin, sagt sie. Der Frauenfußball ist eben etwas anders. Aber gerade deswegen, Frohms macht sich für ein größeres Augenmerk auf Frauen bei der Ausbildung von Trainerinnen und Trainern stark. Da besteht eine Ungleichheit. Viele Trainernachfolgen sind männlich und wenig Frauen werden vom Angebot der Trainerausbildung angesprochen. Aktuell sei es laut der 27-Jährigen so, wenn du als Trainerin hauptberuflich davon leben willst, dann hast du nur in der ersten Frauenbundesliga die Chance, weil Männerclubs in den Profiligen üblicherweise keine Trainerinnen einstellen. Ab der zweiten Frauenbundesliga könne man vom Trainerjob jedoch nicht mehr leben. Von daher sollte es selbstverständlicher werden, dass auch Männermannschaften von Frauen trainiert werden, sagte Frohms. Die Wolfsburgerin geht davon aus, dass sich das Verhältnis in der Frauenbundesliga künftig verändern wird. Derzeit werden nur 2 der 12 Clubs von Frauen trainiert. Die Vize-Europameisterin vermutet mangelnde Perspektiven und Anreize als Grund für die Problematik. Wir sollten jetzt vorleben, dass das Geschlecht wirklich egal ist, forderte Frohms. Dennoch sieht sie, dass der Deutsche Fußballbund, DFB, bei der Thematik etwas bewege. Wir Spielerinnen hatten jetzt die Möglichkeit, die Trainerlizenz zu machen. Der Verband hat jetzt die Aufgabe, das auch einer breiten Masse anzubieten, damit das Bild in der Zukunft anders aussieht. In Braunschweigs Nicole Kumpis, Deutschlands einzige Vereinspräsidentin im Profifußball der Männer, hat Frohms eine Mitstreiterin bei dem Thema. Trainerlehrgänge sind oft mit mehr Männern besetzt, genau wie bei Schiedsrichtern. Da geht es auch um die Frage, wie ich die Leute zielgruppengerechter anspreche. Das ist sicherlich ein
Auftrag an die Verbände, sich zu öffnen und die Angebote. Und das alles sind TTN-Nachrichten diesen Mittwoch. Verfolgen Sie jeden Montag und Mittwoch alle Nachrichten aus dem Ausland, um 20 Uhr auf dem YouTube-Kanal, TTN World und folgen Sie allen Nachrichten auf Facebook, TTN News. Einschließlich Twitter, Instagram, TikTok und Mikkel. TTN World Channel, und sehen Sie sich TTN World über Satellit an Boxen XI, Infosat, CSAT TV Chance, Gut TV. Thaisat Kanal Nummer 112. GMMZ Kanal 75. 3BB Giga TV Kanal Nummer 94. Asis Play Kanal 640. Und MV Box. Für heute bin ich Rapunzel Tanja Retinosavit. Auf Wiedersehen, danke fürs Zuschauen. Bis bald. Gute Nacht. Unveil the mists and reveal the mysterious landscape of Guizhou, where natural beauty abounds, gives birth to the essence of Maotai. It takes at least 5 years to produce one bottle of Maotai. The remarkable quality represents millennium-old mastery. Raise the cup and drink a toast. The unique mellow flavor is the taste of the time-honored Chinese culture, a great appeal to the whole world. China Maotai, a toast to the world.